Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Wir sehen gerade, wie unsere Maschine langsam fertig wird. Deswegen, ich habe gerade wieder Aufnahmestart gemacht und pipapo. Hey, da liegt noch ein Falle. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, wie unser Query sich macht, wenn er fertig ist. Der frisst ja auch... Holla die Walfe, frisst er schnell. Verbrennungsmotor, kreativ. Was macht ein Verbrennungsmotor? Was braucht ein Verbrennungsmotor? Oh, fertig. Starten. Oh, ich glaube, wir brauchen echt noch mehr Energie. Aber es ist drin, das ist doch schon mal etwas. Hey. ja. Wir sollten uns was da überlegen. Ich bin ja mal dafür, wir bauen mal einen Verbrennungsmotor. Ich weiß noch nicht ganz... Oh, der braucht ich schon nicht. Was lacht hier? Das wird höchstwahrscheinlich Dings brauchen, oder? Kann ich mir vorstellen. Öl. Und Öl habe ich noch nicht. Das wäre jetzt nicht gut. So, dann hauen wir schnell noch das in den Ofen rein. Was wir rein theoretisch machen könnten, wären drüben ein paar Bäume fällen. Weil wir haben doch die perfekte Versorgung an Holz da. Diese riesigen Bäume, die haben tonnenweise Holz. Und ich habe immer noch zu wenig zu essen. Und ja, das ist jetzt gerade nicht so... Ich manövriere mich eventuell gerade aus. Na gut, schauen wir mal. Fällen wir den Baum weiter. Oh. Hä? Ach, willst du mich verarschen? Nein. Scheiße. Das ist jetzt blöd. Dann nehmen wir den hier. Da nehme ich mich später mal an. Aber jetzt habe ich darauf gerade gar keinen Bock. Was eher unser Problem wird, okay, wir haben jetzt alles an dem, was wir brauchen, aber für eine. Wir haben. Wie hieß der denn? Gibt es den Digital Miner nicht mehr? Der wäre praktisch im Sinne von, dass er wirklich nur das meint, was wir brauchen. So, da hätten wir schon mal ein bisschen Holz. Nee, oder? Ich habe die ganze Zeit Gold gesucht und hier ist Gold. Auch wenn es nur eins ist, aber es hätte mir so viel Zeit erspart. Dann machen wir jetzt noch ein paar Verbrennungsmotoren. Oder halt Feuermotoren und stellen drei außen rum. Das sollte ja dann laufen, oder? Rein theoretisch. Und ich merke gerade, ich bin gleich tot, weil ich kein Essen mehr habe. Hoch! Ich sollte was essen gehen. Komm. Perfekt. Au. Jetzt hab ich irgendwo gestochen. Nee, stöch mich nicht, ich hab Hunger. Aua, ja, ich esse doch schon. Warte kurz, ich esse ein Kirzerkraut, was auch mit. Man kann's essen, es ist gut, so. Und von dem liegt hier viel rum. Ich esse ein Kirzerkraut jetzt, so. Warte mal, hier hab ich noch mal ein paar. Das ist ganz viel von diesem Gitzerkraut. Wir nähern uns jetzt von diesem Gitzerkraut erstmal. Und vielleicht sollten wir uns um das Ernährungsproblem kümmern. Weil dauernd irgendwelche... Was ist das denn? Liebliches Gitzerkraut. Kann ich nicht essen. Aber es klingt auf jeden Fall gut essen. Nicht so viel, wie ich ungefähr bräuchte. Da muss immer ein Schwein, das töten wir jetzt. Stirb. So. Einen Baum fällen wir noch. Genug Holz wird die Wichtigkeit sein, um unseren Bohrer zu aktivieren. Oh, Hundi! Müssen wir uns später vielleicht auch mal einen holen. Ein Gefährte wäre nie schlecht. Tut immer noch weh. Also ich
weiß nicht, was ich heute mit meinem Rücken gemacht habe, aber der tut weh. So, jetzt komm, mach hinne. Hopp. Da kommt das ganze Holz daher, perfekt. Mit dem Bäumen kann man vielleicht auch in der Zukunft noch arbeiten. So. Unsere halb verrottete Hütte, die wir nutzen, um zu leben, schaut auch immer sehr interessant aus. Aber die sollten wir eventuell auch demnächst mal, sagen wir mal, upgraden. Ich würde es ja sagen, austauschen. Und vielleicht sollten wir irgendwann gerne einen Farmdorf umgehen. Lebendtiere aus... Was ist das? Hamster. Bring nichts zu essen. Uncool. Pilzsuppe! Ich kann nicht brauchen. Pilze sind super. So, einmal schnell in den Ofen rein mit dem ganzen Zeug. Und dann machen wir noch ein paar von denen hier als Stirling-Motoren. Warum kann ich die? Habe ich schon wieder keine. Aufreger incoming hier, oder was? So. Jetzt habe ich genug davon. Nein, nicht der. Der da. Einen. Ich brauche davon aber mehr. Ich brauche da mehr von. Das müsste fürs Erste reichen. Und dann brauche ich für den... Oh, brauche ich noch das da. Und dafür brauche ich... Oh Gott. Wieder ein bisschen Holz brauche ich auf jeden Fall. Eisen habe ich, Stein habe ich. Redstone brauche ich vielleicht nicht. Und es wird dunkler und ich habe immer noch keine Wolle. Das ist jetzt gerade uncool, weil ich müsste eigentlich noch hier... dementsprechend Sachen machen. So. Weiß, schöne Motoren. Weißt du was, das Risiko gehe ich jetzt auch ein. Ich muss doch nur wenigstens einen anschließen. Allein schon einer wird besser, weil damit könnten wir dann doppelte Leistung rausholen. Gut gearbeitet. Ist zwar immer noch langsam, aber da können wir wahrscheinlich ein Energy-Problem bald mal lösen. Oh, Essen. Da müssen wir auch was überlegen. Das ist jetzt gerade eine Scheiße. Ich schaff's. In jedem normalen Minecraft würdest du jetzt voll sein mit Futter. Wer nicht? Wir. Schauen wir erstmal mit Energie. Jetzt gibt's digital. Digital. Was ist denn das hier? Digital Clock. Was? Von welchem Furniture mal? Energy. Was haben wir da denn schön? Ein Energy Bridge. Okay. Wireless RF Battery. Stores RF Energy for Wireless Transmission requires. Ja. Wireless Energy Transmission by Dish. Ja. Energy Field Provider. What the fuck? Was hätten wir denn noch? Generator. Generator. Ach du heiliger Bimbo, was ist das alles? Strukturengenerator, Irrgartengenerator, ja, okay. Ein Zombie, Franks Zombie-Generator, Ender-Generator, ach du. Ich brauch doch nur einen Frosty-Generator? Undeath-Generator, was? Slack-Generator, Liquid-Fuel-Generator. Silberbarren und ein Generator.
Und da brauche ich wieder... Plastik. Woher kriege ich Plastik? Warte mal. Aus trockenem... Oh. Ihr wollt mich verarschen, oder? Industrial Foraging does have speed upgrades, but you've been... Simple Stirling Generator. Der ist von Ender.io. Simple Machine Chasing. Was? Ja, okay, und wie kriege ich das Zeug? Nur in der Oberwelt. Ich muss den Bedrock verbrennen. Hä? Was? So, dann müssen wir erstmal alles, was wir an Rohstoffen da drin haben, raus. Da bin ich irgendwie eine... Och nee, ich höre sie doch schon wieder kommen. Irgendwie eine Übersicht hier drin hab. Ja, Spinne ist gut. Ich habe dich gehört. Geh wieder. Tschüss. Ja, ich habe dich gehört. Keine Sorge. Ich lass dich später schon rein, wenn es hell wird. Nee, Apfel ist was zu essen. Aber das ist auch eine gute Idee. Was ist das? Rosilie. Ja, ist noch nicht so ganz, was wir mit unserem... Hallo? 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 Na, wie geht's Ihnen? Das taugt mir alles nicht so irgendwie. So. Also wirklich da, wo ich hin wollte, bin ich bis jetzt immer noch nicht. Bin dafür, dass ich mal erstmal meine Grabetour fortsetze. Und ich sollte vielleicht dann irgendwann mal den Tunnel hier ausgraben, aber das würde ich dann nicht unbedingt im Video machen. Ah ja, da war was. Sie haben eine Höhle gefunden. Ist doch schon wieder sowas, wo ich mir denke, ja toll. Das ist so der Moment, wo es mir eigentlich nicht so... Ich hab das Teil hier fürs erste Mal besiedelt. Hallo. Nope. Meins. Ich find's halt witzig, wie du in der Ferne immer wieder solche Damage-Zeile siehst. Zeilen. So. Da gibt's noch ein bisschen Surface Quartz. Sittigst du, wenn wir nachher und unser Bohrer durchkommen würde. Nickel? Redstone. Das ist doch schon mal etwas. Redstone nehme ich immer gerne. So, hier geht's weiter, dann geht's hier runter. Ab in die Tiefen Morias. Ja, da hätten wir ganz viel Kohle wieder, aber die holen wir später. Ich will erstmal die Theorie hier austesten irgendwie. Beziehungsweise versuchen, die Theorie auszutesten. Ich weiß ja nicht, wie das gehen soll hier. So. Wir haben wieder Uranium. Da müssen wir mal rausfinden, wie wir genau mit dem arbeiten sollen. Weil ich bin... Ah, guck mal, da haben wir doch genau das erreicht, was wir haben wollen. Oh, nope. Tschüss. Schönen Tag noch. Ich wollte mit einer Axt Okay, merken, Basalt war immer, glaube ich, da in der Nähe, wo das Zeug war.
Aber das hilft uns schon weiter, weil wir haben hier ein bisschen... Oh, was ist denn hier noch? Silbererz. Aber hier haben wir Bedrock. Das macht das schon mal leichter. So. Dann marschieren wir nochmal schnell rauf. Oder habe ich alles dabei? Nee, habe ich natürlich nicht. Was bist du eigentlich? White Shimmering Mushroom. Kann ich mit dir was machen von Rotan? Ja. Wieder 12 von den Teilen. Alter, hier geht's ab. Hier geht's ab in der Lucy hier, ne? So. Ja, ist gut. Ich weiß, sie mag gar nicht wissen, was alles da unten in dieser Höhle ist. Alter, der Runterlauf ist ja der. Braucht nicht irgendeinen Stromgenerator. Einfach einen simplen Stromgenerator. Das wäre schon mal ein Anfang. Weil auf den Stromgenerator können wir darauf aufbauen. Jetzt entweder müssen wir jetzt einen Rubber finden oder was anderes. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!